Und dann geht's auch schon los. Herzlich willkommen zur nächsten Runde Way of the Hunter. Runde 2 jetzt. Mal sehen, was wir heute so alles schießen, was wir heute so alles sehen, was wir heute so alles herausfinden, ob das Game wirklich taugt. Und damit, let's go. Es hat mich auch gestört, also dieses, dass die Tiere, also ihr müsst ja einfach mal gucken, bei mir im Erlegtes-Channel, ja, habe ich ja die ersten Dachse im Prinzip, die ich geschossen habe, alle nur mit der, in diesem Screen, gescreenshottet, wo man halt die Wertung sieht, also die Jagdwertung und die Trophäenwertung. Und dann müsst ihr mir mal zeigen, wo da der Unterschied ist zwischen den, das ist alles ein und dasselbe Modell. Ich mache nämlich das heute, was ich in Call of the Wild nie geschafft habe, oder zumindest nie versucht habe. Ich schieße heute mit einer Flinte auf Federvieh. Also, wie gesagt, es ist wirklich, es lohnt sich. Also es ist ein schönes Jagdspiel, schwerer als Call of the Wild, aber es braucht halt auch noch seine Zeit, sag ich mal. Oh, er dreht sich. Das könnte unsere Chance sein. Oh ja, er steht gut. Schön. So, da hinten habe ich markiert. Und hier habe ich getroffen. Top. Farbe ist blutsrosa, mittlere Menge, Luftblasen. Also wir haben auf jeden Fall die Lunge getroffen. Hier ist Blut. Das ist wirklich dezent, ne? Das ist wirklich sehr dezent. Also ich meine, klar, hier so, das sieht man wirklich offensichtlich. Aber ein bisschen weiter. Oh, warte mal. Steht ja die nächste Gruppe. Ist das der andere Bock? Nehmen wir auch gleich mal mit. Na, guck mal. Da liegt der erste. Oh, lol. Leute. Das ist ein Bock, den ich gestern angeknallt habe. Gestern Abend. Das Spiel ist ja krass. Den habe ich gestern Abend in den Ass geschossen. Zweimal. Und das ist der Schuss von heute. Und das ist der Schuss von heute. Krass. Krass. Der hatte noch die Schüsse von gestern Abend. Krass, du kannst hier irgendwie, weiß ich nicht, ich kann heute einen Hirsch anknallen, den ich in 3 Wochen dann erlege und der hat dann immer noch den Schuss drin. Aber Jagdwertung immer noch 5 Sterne, obwohl ich den 3-mal angeknallt habe. Also das scheint hier nicht so eine große Rolle zu spielen oder zumindest ist die Toleranz da höher. Farbe rosa, mittlere Menge. Läuft. Oh, ich habe ins Rückgrat getroffen. Oh, ist ja nicht so gut. Ach so, ach, das war der erste Schuss. Ach, genau, das war auch der, den ich gestern angeknallt habe. Lol, wisst ihr noch, die habe ich ewig gesucht. Und der hier ging direkt in die linke Lunge. Okay. Aber ich würde jetzt ganz ehrlich, ich würde einfach mal, weil ich noch keinen Weiß wieder geschossen habe, einfach mal draufhalten hier. Digga, Fuchs. Okay, ich habe den Fuchs geschossen. So, Fuchs. Linke Lunge, rechte Lunge, richtig rein da. In den Kadaver. Jagdwertung. Ja, wir schießen anscheinend mit einer. Ja, wir schießen mit einer Waffe, die halt viel zu kräftig ist für den Fuchs. Egal. So, wo ist dieser Fasan, den ich da weggefetzt habe? Da. Schön. Wie viel Schuss sind das, die da reingingen? 3, 7. 7 Stück. Pff, lol. Aber guck mal, Jagdwertung 5.
Trophäenwertung 3. Vorne muss der Fasan irgendwo sein. Das war schlecht. Das weiß ich selber. Muss mich da erst so ein bisschen reinfuchsen in das Schießen mit der Schrotflinte. Habt ihr diese Blutfontäne gesehen? Geil. Oh ja. Guck mal. Der hatte gar keinen Bock mehr. Guck mal, wie viele Schüsse von der Schrot da reingegangen sind. Das Fleisch kann man auf jeden Fall nicht mehr essen. Glaube ich nicht. Trotzdem alles richtig gemacht. Hallo? Ihm gerade wollte er nicht schießen. Ganz komisch. Oh, lol. Leute. Krass. Das Ding hat ja die volle Ladung. Bekommen. Das war richtiger Overkill. Das Ding. Der hatte gar keinen Bock mehr. Da war alles voll. Ja, komplett den Ass weggeschossen. Wenn jetzt irgendwann Kauf sobald The Angler rauskommt, werde ich auch das auf meinem Kanal bringen. Und wenn Ende des Jahres Ultimate Hunting rauskommt, werde ich auch auf meinem YouTube-Kanal Elefanten schießen. 175 Meter. Oh, jetzt steht er gut. Das ist ja, also, müsst du nur ein bisschen anhalten. So, da haben wir ihn doch. Schön in die linke Lunge. Das war sehr hoch. Aber dafür sind wir hier. So, und das ist ein abnormales Geweih, ne? Für alle, die jetzt noch rätseln. Jagdwertung 4 von 5. Okay, verstehe ich nicht so ganz, warum. Aber okay. Schön. Schönes Ding. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt in ein Gebiet komme, wo ich noch keine Jagdberechtigung habe? Und ich schieße da einfach auf ein Tier. Darf ich das dann gar nicht mitnehmen? Kriege ich dafür eine Strafe? Muss ich dafür Strafe zahlen? Du bekommst einfach kein Geld. Ah, okay, verstehe. So haben die das geregelt, verstehe. Vorteil freigeschaltet, wie ein Geist. Ja, ja, sehr gut. Ich sag's ja, es lohnt sich, hier rumzulaufen und nicht das Auto zu nehmen. Ey, super schöne Gegend, aber alles tot hier nach der Wende. Ist einfach keine Tiere für den Dachs. Oh, lol. Wir haben Eche gefunden. Ich sehe da keine Enten. Doch da! Lol, da ist eine. Nachladen, Digga, laden nach. Zweite Ente erwischt. Einmal rein in die Ente. Einmal alles. Einmal Ente knusprig mit Reis. Top. Das ist ein Weibchen. Die haben wir schön in den Kopf getroffen.
Die hat 0,74 Kilogramm. Die ist leider zu leicht. So, ein Weibchen, über ein Kilo, ist gut. Ente, da. Das ist ein Erpel. Und der hat auch Gewicht, sehr gut. Quest abgeschlossen. Top. Hat doch nach, Digga. Okay. Na, gehen wir erstmal da, zu der da. Jetzt habe ich ein paar viele Enten geschossen. Heute gibt es Ente bei Mrs. Ducks, ja. Ist so. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ja, das war's auch wieder mit dieser Folge The Hunter. Wir haben heute sehr intensiv Federvieh gejagt, mit der Schrotflinte unterwegs gewesen. Das, was ich eigentlich in Call of the Wild noch nie gemacht habe, habe ich hier zum ersten Mal gemacht. Fasanen und Enten mit Schrotflinte zu schießen. Aber es war sehr aufregend. Auch die Quest hat mir sehr viel Spaß gemacht mit diesem... Ihr wisst, was ich meine. Und ja, war eine sehr, sehr schöne Folge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao!